So, dann mache ich euch, zeige ich euch noch gerade schnell in den ganzen Quests, die wir heute haben. Heute ist das echt, Donnerstag ist für mich echt ein Marathon-Tag. Also, füge Gegnern Schaden mit der Spitzhacke zu. Ich hatte eben Glück in einem Arena-Match, in dem letzten Video, was ich gemacht habe. Da waren zwei Leute, die sind irgendwie zusammen gelandet und einfach mitten im Wald. Ich habe versucht, eine Falle unter die zu bauen, aber das hat nicht funktioniert, weil die halt genau schräg mit der Spitze quasi zueinander standen. Deshalb, aber ich denke mal, mit der Spitzhacke Schaden zufügen ist am simpelsten. Entweder wenn ihr zum Beispiel mit einem zusammen runterlandet, euch extra an den heftet, quasi, und dann direkt mit dem landen, der wird versuchen, eine Waffe zu holen. Ihr werdet aber sicher ein, zwei Hits machen können mit der Spitzhacke. Oder halt, so wie ich es jetzt vorhabe. Oh, jetzt habe ich meinen Controller ausgesteckt, ich Idiot. Kleiner Moment. Also entweder halt so, dass ihr mit einem runterlandet, oder ihr geht wie halt ich jetzt in Gruppenkeile rein und versucht dann, wenn ihr gestorben seid, hinter einem zu landen und dann einfach ein Hit. Und das Ganze macht ihr halt dann fünfmal. Wir versuchen aber, na toll, da werde ich mal keinen Automat finden. Wo können noch ein Automat sein? Ich brauche nämlich noch einen, damit ich fristig Aufgaben anfangen kann. Weil im Block, denke ich mal, werden die meisten jetzt landen. Oder ich probiere es einfach. Ich probiere es einfach im Block. Gucken, ob der eine Automat jetzt noch da ist oder nicht. Ansonsten muss ich halt einfach mal auf den Weg gucken, ob ich unterwegs einen sehe. Das Problem ist, die spawnen halt nicht immer. Außer bei dem Block. Also bei dem Block habe ich wirklich gesehen, landen ist immer ein Automat. Aber das habe ich ja auch in dem Video schon erklärt. Nur falls ihr die Aufgabe noch nicht habt. Hier steht gerade keiner rum. Und halt an den Gehwegen generell. Ich versuche jetzt gerade extra mal so zu fliegen. Ah. Doch, der Automat ist noch da. Wir können es echt schaffen. Bitte, bitte, bitte. Die sind da am Abbauen, die sind anders beschäftigt. Weil das Komische ist, in den drei Runden, wo ich da hingeflogen bin. Hallo? Ah, siehst du, ich hab wieder vergessen, die Dings noch umzustellen. Also das Spiel wird ein bisschen laggen. Dafür soll ich schon mal jetzt entschuldigen. So, dann haben wir den Automaten. Wie gesagt, ich würde an eurer Stelle immer hier landen. Also gefühlt war der jetzt echt jede Runde hier. Bob, der Baumeister ist da. Nein! Er gibt mir direkt den Headshot von vorne. Komm, ich will nur einen Schlag sitzen haben. Ich weiß noch nicht mehr, wo ich hier landen soll. Gucken wir gerade an der Tankstelle. Oh, dieser Lex. Also sorry dafür, ich werde auf jeden Fall den Einstellungen nachgucken, dass die halt wechseln. Ey, das ist für mich selber ist es auch unspielbar so fast. Das war eine Pump. Gucken wir mal hier noch ein bisschen Loot abstauben können. Vielleicht irgendein Gegner, der nicht ganz bei der Sache ist. Aber wie gesagt, ich werde im Endgame werde ich euch halt easy zeigen, wie einfach das eigentlich ist. Weil dann steht jeder irgendwo auf einer Rampe oder einer steht verlassen irgendwo und sammelt einfach eine EP. Was leider halt möglich ist in Fortnite immer noch. Was mich eigentlich wundert. Ich könnte mich jetzt einfach hier hinstellen, ich werde nicht ausgelockt. Also verstehe ich auch nicht, wie das noch geht. Dun, 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 dun. Zack. Zack. So. Ein MP wäre noch nicht schlecht.
Ja, das war's komplett. Die Keller sind immer gleich aufgebaut. Kiste da oder nicht? Ich weiß nicht, wie der mir den Boden kaputt macht. Und auf jeden Fall schon mal Danke an die, die abonniert haben. Einer ist jetzt allein heute dabei gekommen. Wäre schön, wenn es eventuell noch mehr werden könnten. Also wenn ich euch helfen konnte, wie gesagt, lasst mir gerne ein Abo da. Schadet euch ja nicht, mir hilft es. Ah, ich dachte, da wäre ein Gegner. Ich muss halt nur irgendwie hinter einem landen, das war es eigentlich schon. Wir probieren es halt jetzt schon mal, gucken schon mal, wo die ersten eine Rampe eventuell gebaut haben. Was hat er hier gebaut? Ah, ihm fliege ich jetzt mal hinterher. Wenn ich ihn noch sehe. Ach, hör auf. Das Problem ist natürlich, dass sie alle versuchen werden, mich zu erschießen. Und ich will nur... Ach, die machen hier ihre Flugschadenspunkte. Die haben wir ja auch gemacht, aber in Arena. Ist hier einer. Wo ist er denn? Nee, keine Chance. Ah, da hätte ich es probieren können. So, das Problem ist, oh, die werden alle dahin fliegen. Safe. Ich muss halt irgendeinen finden, der hier noch so rumläuft. Ja, so einfach ist es eigentlich nicht. Ah, da ist einer. Das Problem ist, ich muss natürlich auf die Dings umsteigen. Ah, da haben wir unseren Hit. Wie gesagt, so müsst ihr es halt machen. Ihr müsst dem Gegner quasi auf den Kopf springen. So, wir probieren es jetzt mal hier die ganze Runde lang. Jetzt haben wir 20 Schaden gemacht. Ah, toll, was will ich denn hier in der Zone? Hier turnt doch keiner Sau rum. Die sind alle bei Loot weg. Oder schon ausgelockt. Na gut, Distanz brauche ich hier nichts zu probieren. Aber wenn ich einen Gegner sehe, ich probiere halt wirklich jetzt... Nur zu pickaxen. Dann drin. Roboter interessiert sich auch schon keiner mehr für. Mann, Leute, das ist so kacke. Ey. Sache, stellt nie eure Einstellungen zu hoch irgendwie. Jetzt hier ist ein Roboter gefällt. Ich sehe aber auch keinen gerade. Das hat hier viel gebracht. Hallo, guck mal wie lang. Ich sehe auch keinen, der hier einfach rumläuft. Doch, da ist safe einer gelandet. Oh. 20. Oh. Zack, hättet ihr schon 100 gemacht. Mit dem einen von eben sind wir schon bei 120. Ich sag ja, es ist zwar Glück, so Leute zu finden, aber es ist... Aus der Entfernung, das kann ja jeder. So, dann haben wir nämlich wirklich alle Aufgaben gemacht und jetzt müssen wir halt nur noch dann warten, bis die Prestige-Aufgaben. Aber davon werde ich glaube ich heute nicht mehr alle hochladen können. Müsst ihr euch ein bisschen gedulden. Hier wäre es mit einfach aufheben. Natürlich das Falsche.
Kennt ihr den Moment, wenn ihr denkt, ihr könnt schon springen? Oh. Jetzt wird sich hier alles in der Zone abspielen. Und ich hasse dieses Rumgespringen. Schon immer. Ich bin froh, wenn ich meine Einstellung wieder umgestellt habe. Ich will den Ben haben. Ich will den Pickaxen. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ach, ich muss ihn so wegholen. Ist einfach zu viel gelaufen. Gott, dieses Gelege. Er landet da hinten. Wo ist er? Muss jetzt eigentlich hochkommen, oder? Ah, das hier ist jetzt echt eine scheiß Zone. Aber ihr wisst ja selber, in Gruppenkeile sind ja viele quasi ja nicht kämpfen, aber sie versuchen sich halt auf dem Highground, stehen sie irgendwo rum. Und da müsst ihr einfach nur hinten dran springen und dann pickaxen und fertig. Oder ihr findet halt, wie ich jetzt eben, sie ein. Ah, davon laufen ja echt zig Leute eigentlich rum. Ja, hast du gut gemacht. Aber es warte mal, hier ist aber auch keiner, der Anstalten macht. Ja toll, der wird direkt gekillt, das sehe ich jetzt schon. Ja. Ja, das gegnerische Team ist aber auch absolut lost. Mal gucken, ob ich mich da irgendwie einmischen kann. Keiner da. Ich werde noch zum Bob. Toll. Vielleicht. Oh Mann, ey, dieses Gelege, aber da werden wir nicht mehr hinkommen. Ich probiere den noch zu kriegen. Naja, ist vorbei. Also wie gesagt, wie da vorne gerade war, eine Rampe hoch am besten. So wie hier sowas. Da stehen halt oft Gegner drauf. Einfach hinten dran springen, Pickaxe auspacken und draufgehauen. Oder wie ich halt eben, habt ihr gesehen, einfach drauf gehen. Damit sind eh die meisten überfordert. Mit dem Pickaxe, das wissen wir ja selber, wenn einer auf die Art und Weise kommt, damit kommen wir überhaupt nicht klar. Dann lieber rumgespaller und rumgespringe. In dem Sinne würde ich sagen, wenn ich euch damit helfen konnte, einfach mal ein Abo da lassen. In dem Sinne, haut rein.